Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Minas Geschichte Nummer 6 erledigt und jetzt machen wir die nächstbeste Mission, die wir machen können. Nein, falsch, das war auch falsch. Und zwar können wir entweder nach Drellin oder nach Xiandu. Wir gehen nach Xiandu. Und gucken wir mal, wer dort ist. Da. Ah, bestimmt Elvin. Oder? Elvin hatten wir auch noch nicht. Ja, wäre mal eine gute Überlegung. Wen hatten wir noch nicht? Oder eigentlich ganz einfach nachgucken, ne? Aber ich tue mir alles spoilern. Das hilft überhaupt nicht. Na gut. Okay, wir hatten... Ludgar fährt ja weg. Wir hatten Mira. Ich glaube, ich hoffe ja, dass das die letzten Missionen waren, oder? Kann auch sein, dass da noch was kommt. Wir hatten Jude, wir hatten Mira. Wir hatten Elise. Ron, Elvin, Leia. Leia hatten wir. Das war auf jeden Fall Ende. Ich glaube, Muse war auch Ende. Gaius war auch Ende. Das Elvin und Ron sind noch übrig. Okay. Wenn das auf jeden Fall die letzten sind. Weiß ich ja nicht. Ich sag Elvin. Da ist er doch. Wahrscheinlich kommt Leia auch wieder mit, ne? Elvins Geschichte fortsetzen, na klar. Obwohl, nein. Ich sollte mir vielleicht irgendwie Gerichte und so holen. Auf eine bessere Zukunft. Ja, das sind alles schon so Titel im Sinne von, da ist die letzte Geschichte. Hi! Hallo, hallo! Nova hier! Got big news about your next job. What? Sorry, Nova. Luger's tied up at the moment. What? Hey, wait a minute! What? Was, so einfach geht das? Was ist da wieder los? Yep, we'll be right over. Just hang tight. Warte mal, worum ging's nochmal? They want us to hurry? Pretty much. Luger, you've been such a big help to us. It's only fair you come see our big announcement. No, let's call it a celebration. Was geht's eigentlich nochmal? Ich habe schon wieder so ein Kurzzeitgedächtnis. In anderen Worten, du willst mit mir einen trinken gehen. Sieht so aus, als ob es ziemlich gut liefe. Well, we cleared one hurdle anyway. Baby steps. And as the only journalist invited, I'll be coming along to document the whole thing. We expect big things from you, Snoops. We booked the bar in Duval, so we better get moving. Duval? Way over there? I thought I'd be rubbing shoulders with a who's who of Xiandu. I'm not made of moolah. Believe me, I checked out some of the options. My wallet hurts just thinking about it. Ouch. Alrighty. But you owe me one, okay? Better start saving. Fair enough. Let's just call this the pre-party. Ich hab keine Ahnung, worum es nochmal geht. Leute. Jetzt ist ich erst seit gestern nur so, dass ich hier letztes Mal aufgenommen habe und was mit euch gemacht habe. Ich muss schon ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen. So, jetzt gehe ich mir erstmal ein paar Gerichte holen, weil wenn jetzt wieder irgendein übler Bosskampf kommt oder so, möchte ich ein bisschen, ja, hallo, möchte ich wieder ein bisschen vorbereiteter sein. So, hier. Ich möchte meine Gemüsesticks mal haben. Ich kann aber mal gucken, ob ich irgendwas herstellen könnte. Ne? Hatte ich nicht mal was? Hier! Die Dinger, die alles irgendwie erhöhen. Vielleicht nicht mal 25% irgendwie auf sowas. Ne, Gemüsesticks sind gut. Ja, gucken wir mal hier. Kann ich hier noch irgendwas herstellen? Hier kann ich zum Beispiel was herstellen. Diamanten. Kann ich die nicht mittlerweile kaufen irgendwo? Diamant. Mysteriöse Flüssigkeit, die kann ich alle drei wieder herstellen. Weiß ich nicht. Ja, zack. Gönnen wir uns mal wieder was nach sehr langer Zeit. Jetzt für die anderen mal. Segensklinge, Fluchbrecher. Was? Also habe ich wahrscheinlich irgendwann... Ach, dann habe ich schon. Boah.
War knapp. Warte mal, habe ich jetzt auch. Ist nicht, dass ich zweimal genau gleich habe. Hier. Zwei Zerschmetterer Licht. Okay, ich wollte schon sagen. Ich habe genau gleich schon wieder hergestellt habe. So, was haben wir hier noch? Tsukuyomi. Schaffreis an. Verdammt! Mönchspinsel. Verdammt! Gorgonenblick. Habe ich schon. Energiestab. Habe ich schon. Trauerschneider. Habe ich schon. Dann eben noch ein sowas hier vielleicht. Schutzzelle. Habe ich schon. Visionskrönchen. Heiliger Reif. Wer trägt die Reif hier? Mila und Dingens, ja. Ich auch noch alles perfekt. Hier, Hexenkleid. Verdammt! Ja, ich muss mal irgendwann, aber ich kann mein Geld hier nicht einfach so ausgeben. Egal. Verdammter Dreck. Ist ja nicht so, als könnte ich mein Geld hier rauswerfen, als wäre nix. So, Duval. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es geht. Wen soll man treffen? Was ist hier los? Ich weiß das ja nicht mehr. Mal wieder von allen irgendwie was kaufen. So, keine Ahnung. Und da. Wen waren wir am Suchen? Wen wollten wir helfen? Ich verstehe gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was hier los ist gerade. So. Jürgen, Balen. Hey, du bist doch der mit der... Willkommen, möchtet ihr euer Glück versuchen? Was? Ein Poker-Minispiel spielen, was? Hier ist das! Was habt ihr denn? Kalte Fuß gekriegt. Kann ich verstehen, ist nicht leicht, dieses Poker-Sich zu durchschauen. Ich wollte schon sagen, in Trophäen stand die ganze Zeit irgendwie was mit Casino oder Jetons oder irgendwie sowas, weiß ich gar nicht. Ich habe schon gefragt, wo ist denn das? Und das ist dieser eine Typ, den wir mal in dem Tengu-Maske gegeben haben. Super. Ja, okay. Machen wir hier weiter. Wir vertagt. Hey, you started without me. Well, you never said not to. Right? Balen was telling me about the time you two went drinking. What? What's the story? Let's just say it involves a sloppy young Alfred and a humiliating confession. Never happened. Stop making stuff up. Excuse me, can I get anyone a drink? An apple juice, please. Whatever they're having. You? Tomatensaft. Das ist so typisch. Ich nehme das gleiche wie Elvin mal. Yeah, that's the spirit, buddy. Ahem. I'll start with the big news. We need to unload all the merchandise we've been planning to sell to you-know-who. Huh? You okay with this? Apparently, it's just how you break into the business world in Olympias. Exactly right. Going after them now wouldn't accomplish anything at this point. Hate to get a bad reputation by making a big deal out of this and losing. Huh. Because that would just make things worse. Fortunately, we're not alone. Balen had our back on this one. I know some people. So you taking that job they offered? Turned him down. A business partner's with Jürgen now. There's absolutely no way I'm just tossing that away. Very well said. I mean, you even came to me for help. Hey, so are you really okay with this? We talked this over already. It's all good. I'm fine. I really am glad I got into business with you. Thank you. This was a real learning experience for me. I'm not the world's best businessman. It's pretty clear that I need someone like you around. Come on. I wouldn't even have known where to start without you. Listen to that. They're the perfect team. Yeah. There's no need to patronize us. The perfect team, huh? Gotta say, I'm looking forward to the future. Oh, final question.
So, the two of you got into business to build a bridge between the two nations. And do you still think that's possible at this point? The two countries certainly have radically different values, but that just makes for a challenge worth meeting. Sometimes there's more important things in business than simple profit. Now that I've finally learned that lesson, I'd like to try my luck at it again. I think I have the makings of a great story here. Looks like everyone's all set. From the top? Okay, let's do this. Wirklich gut gemacht, Leute. Prost. Auf den Erfolg. Prost. Ja. Cheers! Thanks, pal, for all your help. Ah, sehr schön. Und gleich wachen wir irgendwo nackt auf einer Parkbank auf. Okay. Tintenfisch am Stiel, natürlich. Meine Güte. Ey. Zack, der Häcksler. Der Häcksler. Wie sieht's mit dir aus, Evan? Da. Ja, jetzt fehlt nur noch Roan. Dann haben wir mit jenen hier 8 Herzchen. Das ist auch schon mal was. So, jetzt bin ich aber wirklich neugierig auf dieses Ding hier. Warte mal. Ja, bloß nicht, dass ich das nicht auch kann hier. Ich habe das Ding doch noch, oder? So. Was? Hey! Du sollst halt auch aufsetzen. Warte, ich hab... Na gut, dann holen wir noch ein besseres Pokergesicht. Ein Pokerface, meine ich. Nein. Wo ist es? Hier. Zack. So. Obwohl, das können wir vielleicht ja im nächsten Part machen, oder nachdem ich die ganzen Charaktermissionen abgeschlossen habe. Besiege Echsenmänner und besiege Bronze-Bakur. Das ist natürlich jetzt sehr toll. 8000, Alter. Oder ich könnte den Part hier beenden. Ich möchte das gerne in extra Part machen. Na, nehmen wir das Ding erstmal wieder ab. Weiß ich nicht. Gucken wir mal erstmal. Was kann ich denn noch erledigen und so? Ja, ne, ich muss zur Banauer-Öhrenstraße und irgendwelche Sachen finden. Noch nicht mehr was. Familienfrieden. Ich baue Banauerhöhenstraße, baue ich seltenes Metall. Warte mal, ich habe doch hier mein kluges Buch hier. Bekomme ich das hier einfach so in der Banauerhöhenstraße so zum Finden oder muss ich da. Hier ist doch seltenes Metall. Ja, aber möchte ich jetzt nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, ich mache einen sehr kurzen Part und ja, in der nächsten Folge machen wir dann die letzte Charaktermission, die uns noch offen steht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.